Salut! Herzlich willkommen zu Sacred. Mit mir. Irgendwie habe ich heute einen Französischen, obwohl ich gar nicht so viel Französisch gelernt habe in der Schule, weil mein Französischlehrer total das blöde Menschlein war. Und das sage ich nicht nur, weil ich zu doof war zum Lernen. Ich bin tatsächlich einer der wenigen Menschen, die gerne Französisch gelernt hätten. Sondern der war halt wirklich einfach nur ein totaler Idiot. Und irgendwie habe ich heute einen Französischen. Und deshalb gibt es heute ein Salü. Ja, was machen wir heute? Das ist eine sehr gute Frage. Wir hätten hier noch so ein paar Nebenquests zu erledigen. Trotz alledem bin ich am Überlegen, ob ich mich hier einmal zu der Festung durchboxe. Weiter Richtung Süden. Was haben wir denn noch offen eigentlich? Was ist das alles? Also. Okay. Das haben wir ja alles schon abgefrühstückt. So, was ist denn hier noch offen? Das müssen wir abgeben. As far as I know. Yep. Evil Shamans. Yep. Und Burning Hatred. Yep. Jetzt können wir natürlich fix mit dem Portal zurückreisen. Und den ganzen. Nein, du lässt mich jetzt in Ruhe, Orkschnauze. Und den ganzen Chesilaveng einmal kurz abgeben. Und uns dann in aller Ruhe. So, ihr könnt mich jetzt alle mal an die Füße fassen. So, passt mal auf, was ich alles kann. Zack. Tja, dummer Ork. Guckst du blöd, ne? Schweineschnauze. Many thanks to you. This will not heal any wounds. But it lessens the pain a little. Please don't ask what is going to happen to the bloody goblin organs. It's best if you don't know. Naja, ich bin Dunkelelf, also so schlimm. Kann das ja gar nicht sein, was auch immer du damit tust. Combat Kick. Das ist sehr schön. Den nutzen wir auch tatsächlich. So. Ich habe immer noch nicht. Ich bin ein totaler Volldepp. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was das verdammte Minimum Arme soll. Ich bin ein Trottel. Ich verspreche Besserung. Zur nächsten Folge werde ich das herausfinden. Damit wir auch wissen, warum wir manche Rüstungen nicht tragen können. Gucken, vielleicht gibt es im nächsten Level, beim nächsten Level Up, ja auch einen neuen Skill und dann erledigt sich das Ganze. Also so richtig das Schnellste ist das Pferd nicht, ne? Das muss ich jetzt mal so festhalten. Naja. Was willst du machen, ne? Ich kann dir mal von meinem Französischlehrer erzählen. Das war ein großartiger Mann mit sehr französischem Namen, denn er war Franzose tatsächlich. Eigentlich die besten Voraussetzungen, wenn man einen Lehrer hat, auch tatsächlich aus dem Land, dessen Sprache man lernen möchte. Lebte schon seit 30 Jahren in Deutschland, hat hier Familie und Kinder gehabt. Ich nenne jetzt bewusst keinen Namen. Nennen wir ihn Herrn Lancombe. So, und der gute Mann ist nicht sein echter Name tatsächlich, das ist ein Charakter aus unserem Französischbuch, Monsieur Lacombe. Der hat immer dazu geneigt, anstatt uns beizubringen, wie man Verben richtig konjugiert, hat er lieber darüber schwadroniert, wie großartig doch Frankreich ist, wie großartig die französische Sprache ist und wie sich dieselbige entwickelt hat, was dazu geführt hat, dass wir keinerlei Grundlagen bei dem guten Herrn gelernt haben. You did it! You have avenged my beloved Herban and killed the Orc Monster. Thank you from the bottom of my heart. Now my mind has been put to rest and I can mourn the loss of my fiance.
immer gerne. Oh, den Shit noch einsammeln. Ja, und somit haben wir halt nie einen eine Grundlage erhalten. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das wirklich Murks ist. Und einem auch sehr gegen die Motivation geht, weiter eine Sprache zu lernen, wenn man die Grundlagen nicht mal richtig beherrscht. Ha! You sure put the green filth in the place. Here is the reward. As I promised you, keep your eyes peeled and fight the enemy where you find him. Oh, da hat jetzt aber einer die Tür geknallt. Holy moly. Da ist jemand im Treppenhaus. Und er mag wohl keine Türen. Da wird auch direkt der Hund wach. Meine Güte, jetzt ist hier aber Rambazamba zu der nachtschlafenden Uhrzeit. Es ist natürlich tatsächlich 2 Uhr 9. Und ich habe ja nichts Besseres zu tun um diese Uhrzeit. Zu derselbigen Zeit, als wir den guten Herrn Lancombe hatten, ging einiges anderes aber in der Schule vor. So hatten wir in einem Jahr 6 verschiedene Mathe- und Physiklehrer, was auch da in diesen Fächern dazu geführt hat, dass wir sehr, sehr große Lücken hatten. Einfach weil Lehrer A nicht wusste, zwischen den Lehrern natürlich immer eine Woche Zeit, sodass sie sich bloß nicht absprechen konnten, was jetzt für Stoff erledigt wurde. Das hat selbstverfreilich dazu geführt, dass wir auch in diesen Fächern nicht wirklich eine Peilung hatten. Und die meisten relativ schlecht in diesen Fächern waren. Tatsächlich habe ich Mathe immer verstanden und ich verstehe es auch immer noch. Also ich verstehe die logischen Schritte dahinter und ich kann viele, viele Rechenwege nachvollziehen, auch gehobene Mathematik. Aber ich bin halt, mir fehlt die Routine, selber drauf zu kommen. Das verdanke ich der großartigen Lehrerpolitik meiner damaligen Schule. Führte auch irgendwann dann dazu, dass ich der Meinung war, die Schule wechseln zu müssen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht läuft, dann macht was dagegen. Und wenn es ein Schulwechsel und ein Jahr Wiederholung ist, das ist gar nicht schlimm. Das tut niemandem weh. Und am Ende könnt ihr nur davon profitieren. Ja, ja, Weisheiten am Abend. Und jetzt bringe ich mal schnell auf den Pferderücken den guten Wilbur in die Burg oder in die Festung. Hab mir jetzt keine Lust, alle 5 Minuten mit irgendeinem Idioten zu kämpfen. Hier, adios amigos. Ich kann ja auch mal meinen tollen Skill starten. Hier, zack. Na, ach, das wollte ich nicht. So. Jetzt kann ja einfach mal durch die Idioten durchlaufen. Wo ist denn hier der Weg? Jetzt habe ich mich natürlich verrannt. Das war nicht so clever. Naja. Hallo. Alter. Man hört denn dieses scheiß Gebundenheitsgedöns auf? Das war jetzt aber nicht nett. Also Freunde, ich wollte euch am Leben lassen, ne? Aber ihr lasst mir jetzt nicht viele bis gar keine Chance. Das tut mir auch richtig leid. Aber ich muss euch leider umbringen. Komm mal her, Hase. Ich wollte das. Es tut mir leid. Das ist ein bisschen gerade wie Homer, der seinen in der Badewanne sitzt und seinen Lobster isst. Wie heißt das auf Deutsch? Sein Hummer isst und dabei weint, weil er so lecker ist und er ihn trotzdem vermissen wird. Komm, noch ein paar Bolzen da rein, bitte. So 8 bis 15. So. Mal dahin switchen und Feuer. Ihr seid meine Zeugen. Ich habe versucht, die Geschichte friedlich zu lösen. Ich kann nichts für die Dummheit anderer Leute. Was soll ich da machen? Das haben sie jetzt davon. Pech gehabt. Ach, das ist noch so ein Volltrollo. Komm, lasst mich bloß alle in Ruhe mit euren gobbligen Pfeilen.
Goblin-Pfeilen. Ja, ich... Ja, hm. Tschüss, war nett. Ja. Auch an dir reite ich vorbei. Solange kein Schamane da ist, der mich irgendwie mit seinem bescheuerten Zauber wieder festhackert, ist ja alles gut. Na, da sind wir nämlich auch schon. Schnell hier über die Brücke. So. Jetzt ziehen wir hier 25 Orks rein. Finde ich natürlich klasse. Das sind super Wachen, ne? Also, das muss man sagen. Die wissen schon, wie man ihren Job macht. Also, da kannst du nicht meckern. So, jetzt sind wir hier in der lustigen Festung. Und gucken mal, was der Festungsvorsteher, oder wie auch immer der hier heißt, zu sagen hat. Wo ist er denn? Hier irgendwo. What? Das war ein sehr cooler Jingle. Hier, hey, hi. You have saved Wilbur and I thank you. But I have another mission for you. Because of his discovery of the Orc Invasion Force, report to Baron de Mordry at Crow Rock Castle. Take him a message that he should bring me reinforcements at Wyvern Pass, where we can only stop the Orc Invasion together. Wilbur will go with you and support you with sword and bow. Okay, mein lieber Prinz, ich sehe Wilbur schon auf den ersten 2 bis 3 Schritten sterben. Ah, was soll ich machen? Jawohl, ich kriege hier tatsächlich auch... Wo führt mich das hin? Das ist ja wieder so ein kleines Portal, ne? Das ist ja wieder... Das ist ja wieder nix. Ach, da wo Wilbur... Wo ich den eingesammelt habe. Das ist natürlich letzten... Ja, ist ja gut, schreibe mich nicht an. Das ist letzten Endes ja ganz gut. Weil ich dann nicht durch diese ganze Ork-Wüste muss. Wo ist denn jetzt, Eine Diplomatic Mission. Alter, da gar... Oh. Na. Da haben wir ja nochmal richtig Glück, dass das nicht weit ist. Junge, Junge. Also, boah. So, was wollt ihr beiden Knaben hier von mir? Strike down 3 Orc Shamans and return the skulls to me as proof of their demise. Okay. Find my business partner in the oasis of Ahil Tar. Entschuldigt, ein kleiner Huster. Gut, das ist ganz schön weit weg, das, nö. Mach ich vielleicht später mal, so zwischendrin. Zwischen Tür und Angel. Wo wir von Türen reden. Geh da mal rein. So, bestell erstmal den Händler. Danke. Und jetzt kaufen wir mit seinem Gold was bei ihm ein. Das, meine Freunde, ist wahre Marktwirtschaft. 54, 52, aber nicht gesockelt. Siehst du, da wollte ich eigentlich noch zum Schmied und das Ding sockeln lassen. So. Können wir unserem Pferd natürlich noch was geben. Speed plus 19. Ja, das kaufen wir doch mal. Das kann ja erstmal so an und für sich nicht schlecht sein. Nein. Mensch, zum Glück sagst du mir das, du Trollo. So, und das hier wieder schön sortieren. Eins immer nach dem anderen. So. Mist ist nichts Rauschendes, ein paar Ringe, das cool mir gar nicht erst an. Ja, und das, sagst du, das sind 2 Händler? Nee, ich danke. Das möchte ich nicht gern haben. Ja, Mensch, dann gehen wir doch mal ein paar Ork-Schabaden schlachten. Wie rüste ich das denn hier eigentlich aus? Right-click to use. Ah, guck. Oh, schön. Jetzt hat er einen Sattel und alles. Ein Träumchen. Halt. Halt, 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 halt. Fast meine eigene Regel gebrochen hier. Schanab. So, Ork-Schamanen also.
Du bist kein Schaman, aber du hast ein rotes Gedöns in dich rum. Alter. Das sieht ziemlich orkschamanisch aus. Hier ist noch so einer. Ja, ich kann das auch. Guckst du blöd, ne? Ich habe gesagt, dass der stirbt. Thank you. Ah, er kann aber noch reden. Das ist die Hauptsache. Na, jetzt lebt er wieder. Okay, also bleibt er wenigstens nicht liegen. Das ist ja schon mal etwas. So, einen Orkschaman hätte ich gerne noch. Der meldet sich freiwillig. Da ist so ein Oberboss. Nehmen wir den halt noch um. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Von wem sie kommen, ist mir grundsätzlich jetzt erstmal egal. Hier hat aber irgendjemand einen ordentlichen Rums in der Rückhand. Ghost Orc Warrior. Also jetzt wird's kasperig hier. Sooner or later. Klingt so ein bisschen texanisch, der Gute. Was fangen die Orks hier schon an, Rüstungen zu tragen? Kommen wir denn da hin? Ja, der Bilbo stirbt dann einfach mal nach dem ersten Hit. Das ist ja klasse. Der hält ja richtig was aus. Tanky as dipshit, der Gute. Dann liegt er. Einen so einen Orkschaman hätte ich. Ey, hörst du mal auf mit den alten Brandpfeilen, das macht doch keinen Spaß. Einen so einen verdummten Schaman bitte noch. Alter, wer hat denn hier so eine Rückhand, ey? Ist ja nicht normal. Wir haben jetzt auch schon rote Ringe hier. Weil die schon 5 Level oder so über mir sind. Muss ich mich ein bisschen vorsehen tatsächlich. Da muss ich echt jetzt ein bisschen aufpassen hier, dass ich nicht zu weit in oberorkische Lande hüpfe. Komm, ein Pfeil noch. Dann sammeln wir den Kram noch auf und dann gehen wir ein bisschen zurück. Den bringen wir jetzt noch fix um. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen Richtung Norden. Also ich keine Lust, mich hier jetzt von irgendwelchen Idioten umklatschen zu lassen, nur weil ich so einen verdammten Schamanen nicht finde. Auch Chieftain und seinen Boss lassen wir da auch mal stehen. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Oh, was ist das denn? Geister? Fading Spirit, Energy Beams. Na gut, bin ich auch um. Jo, das ist ein schöner Skill. Mit dem multiplen Pfeilen. Finde ich auch sehr cool, ehrlich gesagt, dass die verschiedenen Skills mit den verschiedenen Waffen auch, also dass sie die Skills auch für die Fernkampf, sowie für den Fernkampf als auch für Nahkampf. Oh Gott, mit dem Deutsch ist das heute nicht so meins. Da, die bringe ich jetzt um. Warte ab, mein Freund. So, dann hier den Weg noch freiklatschen.
Dann können wir die Quest abgeben. Und dann gehen wir durchs Portal. Und machen die Main-Quest weiter, um ein bisschen Level dazu zu bekommen. Um dann hier ein bisschen weiter im Süden uns vorboxen zu können. Sonst hat das nämlich alles keinen Sinn und Zweck. Dann finden wir den Typen da bei der Oase nie. Das wäre ja nix. Na los. Hier, Freunde, ich habe euch mal was mitgebracht. Hallo, entschuldige, darf ich mit dir meines Weges ziehen? Merkt ihr selbst, dass nicht die klügste Idee war, ne? Naja. Toll, ein Item. Danke für nichts. Ganz nebenbei. So, wo darf ich das abgeben, bitte? Danke. Da drüben. Da oben war das, ne? Beim Händler. So, komm mal her, mein Freund. Dann gucke ich mal, was ich so alles für einen Schnickschnack eingesammelt habe. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine ganze Menge verrückten Kram. Auch irgendwas, was ich benutzen kann? Metal Leg Bracers of the Recundus. Sieht ganz cool aus. Ja, oh, die sind was besser. 63. 63, cool. Sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Obgleich es nicht so cool aussieht wie natürlich unsere, aber meine Güte. Kann ich alles haben. Sudden Fury, benutzen wir das auch? Ja. Gut, haben wir das auch erledigt. Hier ist noch ein Combat Kick, den benutzen wir auch. Mensch, jetzt so langsam kriege ich aber ganz gute Skills hier gedroppt. Das ist sehr schön. 44. Ja, lieber so eine Lederkappe als diese dusselige Kapuze da. Krone, was auch immer. Das war ja eine Katastrophe, das Ding. So, und wo wir das jetzt auch haben? 5 bis 11. Halt, halt, halt. Schauen wir mal eben noch fix. Wo wir das jetzt auch haben, beenden wir erstmal die Folge und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!